Unser Team aus Valleyville unter der Führung von Donnie Sanders hat eine kleine Chance, den diesjährigen Favoriten Iron City noch aus dem Rennen um Platz 1 zu werfen. Das waren die Lokalnachrichten aus Valleyville, der Hauptstadt der Lokusschüssel, wo sie nicht mal tot auf der Friedhofsmauer hängen möchten. Und nun wieder ein bisschen Musik. Schwanensee. Es ist jetzt 8.50 Uhr. Tropfen mal schneller. Wir sprachen gerade über das Nun Basketball. Mach schon. Jeder spricht dauernd über Basketball. Haben die Leute in Valleyville nichts anderes im Kopf? Daddy, jetzt wird es spannend. Sieh genau hin. Donnerlücke! Was ist hier eigentlich los? Hör auf, deinen Daddy nachzuahmen. Er hat nie was erfunden und geht du wirst es auch nicht. Ihr seid beide Dummnasen. Aber sowas sagt man doch nicht. Was sagt man nicht? Dass wir Dummnasen sind. Das habe ich nie gesagt. Ist jetzt doch nicht auf meinen Ohren. Ich habe gehört, du hast Dummnasen gesagt. Naja, seit wann meine ich das, was ich sage? Grover, du wirst zu spät kommen. Dr. Theodor sagt, dass Leute, die zu spät kommen, immer den Bus verpassen. Ich fahr doch gar nicht mit dem Bus. Warte, du hast eine Bushobby. Ich hab keine Zeit, bis später. Die Flutschen haben ihm buchstäblich vorbei. Das ändert sich ab heute. Schauen Sie hoffnungsvoll nach oben, denn von dort kommt alles Gute. Ich wünsche Ihnen, dass Sie sich heute mit Ruhm bekleckern.
Grover! Ach, Mann, bin ich froh, dass du kommst. Was ich dir gegeben habe, war keine tetrabolische, sondern eine trinsiotische Säure. Wenn du die in das Zeugs gekippt hättest, wäre es explodiert. Danke, Milton. Oh. Ach, wir sollten es lassen, Grover. Milton, wir sind ganz dicht dran. Ich spüre es. Was spürst du? Du weißt ja nicht mal, was dein Dad erfinden wollte. Wir müssen nur seine Notizen checken, dann finden wir es raus. Dir fehlt noch ein Zusatz, aber das kann alles Mögliche sein. Zucker oder Eisen. Ich werde nichts mehr für dich tun, bis du die Originalformel deines Vaters aufgetrieben hast. Löffel. Müffelst irgendwie komisch. Werd endlich erwachsen, Scott. Schlechte Laune? Was denn los, hä? Hast wohl nichts zum Knutschen, hä? Kann mich gar nicht retten. Großtröte. Blödsinn. Wer ist es denn? Miss Cindy Moore. Das glaube ich nicht. Aber klar doch. Mit allem drum und dran? Abhauen, Sülznase, der Platz ist reserviert. Achtung, Gurke im Anmarsch. Cindy. Donny, findest du das etwa ulkig, hä? Du kriegst Ärger, Schweinebacke. Getroffen, wie schön. Was hat der denn da am Nacken? Was soll das? Mehr denken können. Mitkommen. Und wer hat denn die leuchtenden Bockmistkäfer zum Elternabend mitgebracht? Das war ich nicht. So, Milton McLean sagt, es ist deine Idee gewesen. Und wer hat eigentlich beim Jubiläumsspiel den Fußball mit Helium gefüllt? Also, das war wirklich Sprechverbot. Der Ball ist 500 Meter geflogen. Dr. Theodore hat gesagt, ich soll mir das nicht länger gefallen lassen. Wer ist Dr. Theodore? Der Briefkastenonkel aus der Kiste. Ein guter Mann. Exzellentes Programm. Oh, ja. Vorigen Monat bist du aus dem Basketballteam ausgeschieden. Ich hab für sowas keine Zeit mehr. Albern, hinter einem Ball herzurennen. Basketball mit zwei Bällen ist noch nicht erfunden worden. Ich glaube, die Schwierigkeit ist, er versucht so zu sein wie sein Vater. Er ist durch und durch wie sein Vater. Ich versuche nur, Daddys Arbeit fortzusetzen. Er schnarcht sogar wie... Moment, was war das für eine Arbeit? Kannst du uns das sagen? Ich habe keine Ahnung. Er hat keine Ahnung. Ja, mir fehlt an seiner Formel noch irgendwas. Ich habe zwar seine Notizen, aber zwei Seiten fehlen. Es ist wie verhext. Er wollte, dass seine Erfindung eine Überraschung wird. Deswegen hat er sich in tiefstes Schweigen gehüllt. Und hat nur im Keller gearbeitet. Wissen Sie, was er in Wirklichkeit erfinden wollte? Nein. Eine vorgewärmte Toilettenbrille. Oh, bitte nicht anfassen. Da bin ich empfindlich. Ich möchte dir einen Rat geben, wenn du nichts dagegen hast. Was ich jetzt sage, sage ich nicht gern, aber dein Vater war kein großer Erfinder. Ich war derjenige, der seine Papiere durchsehen musste, um die Zeugnisse zu finden. Und ich habe in sämtlichen Schubladen nur Müll gefunden. Es stellt sich doch ganz einfach folgende Frage. War er wirklich so ein großes Genie? Oder war er ein Versager, der mühsam sein Brot damit verdient hat, Botzlöffeln was beizubringen? Darum mein Rat, werde niemals Lehrer oder Schulleiter. Nimm das Zeug und vergrab es. Und räum endlich dein Zimmer auf. Was der arme Mr. Baxter deinetwegen alles wieder durchmacht. Mom? Mr. Baxter hat Dad gefeuert. Er war schuld an Dads Herzinfarkt. Und erst danach bist du so komisch geworden. Dein Vater hat seine Klasse im Stich gelassen. Moment, er wollte seine Erfindung dem Kongress vorstellen. Augenblick, ich bin komisch geworden? Was heißt das? Du bist wie dein Vater mit dem Kopf in den Wolken. Bei den Engeln und Flugzeugen sieh dir doch dieses Gerümpel an. Das wird bis ans Ende meines Lebens hier rumstehen. Thank you.
Junge, du solltest Dr. Theodor anrufen. Ich will aber nicht Dr. Theodor anrufen. Ja, leider. Und ich hab's Dr. Theodor live im Fernsehen erzählt. Und er sagte, du bist verwirrt. 30 Millionen Menschen haben das gehört. Also abstreiten hat gar keinen Sinn. Ich fasse es nicht. Nein, Albertine, nicht trinken. Sie ist futsch. Jetzt weiß ich, was du erfinden wolltest. Ein Mäuseverschwindestoff. Albertine? Krabbelst du da drin rum? Aua, hack die Dünnmaus doch in den Finger. Du darfst dein Rüsselchen nicht überall reinhängen, Albertine. 30 Minuten, toll. Ist unsichtbar sein gefährlich? Albertine hat's nicht geschadet. Ein alter Menschheitstraum wird wahr. Oh, Daddy. Du kannst stolz auf mich sein und auf dich auch. Ich fass es nicht. Ich lach mich kaputt. Grover, alter Pampenheini, du siehst ja schrill aus. Wenn ich könnte, würde ich dich knuten. Grover? Merton. Oh, Schande. Bengel, lass mich rein. Du brauchst dich nicht zu schämen wegen dem, was heute in der Schule passiert ist. Das ist schon okay. Ich meine, du kannst dich ja schließlich nicht ewig vor der Welt verstecken. Also sei kein Feigling und lass mich rein. Ist es gestattet? Gut. Nett, dich zu sehen, Grover. Grover? Hm? Hm. Ich wünschte, Cindy Moore würde bei mir gegenüber wohnen. Wo steckt der schmalztriefende Müllmann? Oh, bitte, Sir, verschlucken Sie mich nicht. Ich habe eine Frau und drei kleine Gürkchen. Alles klar. Friss mich! Stinkende Wolljocke! Schmalztriefender Müllmann! Du bist unterm Schrank! Was sagt die Uhr? Wer sagt was? Du sollst mir sagen, wie spät es ist. 8:03 Uhr. 30 Minuten, wie bei Albertine. Wieso 30 Minuten wie bei Albertine? Merton, wir haben soeben den fehlenden Zusatz gefunden. Interessant. Durch dieses krasse Zeug wird jeder unsichtbar. Wir brauchen Busfahrkarten.
Wir machen Dads Traum wahr. Wir fahren nach Pittsburgh. Zu diesem wissenschaftlichen Kongress, um seine Forschungsarbeit vor allen zu präsentieren. Dad, in einer Woche wird die ganze Welt wissen, dass du der größte Erfinder aller Zeiten bist. Ich weiß es nicht. Kannst du dir vorstellen, was man mit diesem Zeug alles anfangen kann? Tausend Dinge. Also, zum Beispiel, wenn jemand angeschossen wird, könnte man ihn unsichtbar machen. Und der Arzt könnte sehen, wo die Kugel steckt. Ob davon auch Pickel verschwinden? Milton, und wenn dein Gesicht ein einziger Pickel wäre, würde dich das als Millionär nicht mehr ärgern. Moment, eins darfst du auf keinen Fall vergessen. Bis zum Kongress kein Wort zu irgendjemandem, sonst kommen wir mächtig in die Scheiße. Und werden tierisch beklaut. Ah. Geht klar. Wer will schon teilen? Oh, nein, nein, nein. Moment mal, Moment. Zur Hälfte gehört's auch mir, denn ich hatte die Idee mit der Säure. Du hattest deinen Spaß schon. Hey, Lahmarsch! Also gut. Vielleicht sollten wir ein bisschen rumexperimentieren, bevor wir beide an die Öffentlichkeit gehen. Nebenwirkungen untersuchen und so. Verdammt richtig, wir können gar nicht vorsichtig genug sein mit dem Zeug. Fangen wir an. Und nun wieder Dr. Theodore mit seinem Ratgeber für alle Lebenslagen. Danke, danke. Vielen Dank, verehrte Ladies und Gentlemen. Wie Sie wissen, die meisten Probleme, mit denen wir uns herumschlagen, werden nicht von uns selber, sondern von anderen verursacht. Und hier ist unser erster Anrufer. Ratgeber für alle Lebenslagen, wir hören. Dr. Theodore, hier spricht Deborah. Oh, Deborah, unsere liebste Anruferin. Pass doch auf! Na, ich kann dich nicht Deborah, sehen. Wo bist du? Haben wir denn schon fort? Nasse Füße. Ein Knopfen werde ich mir noch holen. Du bist Hallo, schuld. Hallo, Hallöchen. Fragen Sie uns doch. Wir wissen alles. Auf ins Körbchen. Ich sah gerade mein Mäppchen, der macht Häppchen. Genauso. So wie du und ich. Deborah, ich glaube, Sie brauchen einen Therapeuten. Wie viele von den hier Anwesenden glauben auch, dass Deborah einen Therapeuten braucht? Ja! Und nun die letzte Folge von Augen in Feuer. Für das PP-Publikum, für alle, die die vorangegangenen 1187 Folgen verpasst haben, werden nochmal die wichtigsten Einzelheiten im Zeitraffer geschildert. Am Mikrofon Dr. Ronaldus Costaricus. Hör doch mal auf, ich will den Film sehen. Es ist kalt. Bist du sicher, dass das Zeug 30 Minuten wird? Letztes Mal ja. Wenn es nicht so lange wird, stehen wir mächtig im Freien. Na, du Hundeflohzentrale, ist das Leben noch hundemäßig frisch, hä? Schaut der Tür zu. In der letzten Folge sah da möchte man Couch sein. Dieter oder Stehlampe. Donny, ich hab gesagt, lass hatte das. Nämlich seinen linken Socken. Na hör mal, wir gehen doch jetzt miteinander. Diesen Lieblingssocken hatte er besonders lieb, weil er bei seinem ersten Rendezvous im Kartenalter von 6¾ auf seinem rechten Fuß gehangen hat. Damals. Und wenn ich nun 20 Körbe werfe. Was ist denn? Kati ihrerseits hatte ihm in die Streuselschnecke gebissen. Eine Morgen Abend, Darling, wenn ich satte 20 Körbe werfe, darf ich dann? Du weißt schon. Du schaffst doch immer 20 Körbe. Du bist doch in deiner Mannschaft der Superstar, das weiß doch jeder. Zusammen mit einer achteckigen Briefmarke, an der ein Falz eingeknickt war. Was bekomme ich, wenn ich den Pokal als bester Werfer gewinne? Und was hast du denn da? Wo denn? Costa Rica gekommen war. Auf deinen Haaren. Nämlich auf dem Boden einer. Manchmal kann ich über deine Scherze nicht lachen. Das geht mir genauso. Ich hab doch nicht stundenlang in der Küche gestanden und Popcorn gemacht, damit du damit rumspielst. Darling, in diesem Staat gibt es nur einen Mann, der den Pokal auch locker gewinnen kann. Oh ja, verstehe. Und das bist du wahrscheinlich. Und genau da fangen deine Schwierigkeiten an. Du bist so gut, dir fällt alles zu leicht.
Und wenn's mal nicht nach deiner Nase geht, dann fängst du an, albern zu werden. Ach ja? Und du kannst dich gerade beklagen. Cheerleader und reiches Töchterchen. Ich habe nicht darum gebeten, so zu werden, wie ich bin. Ja klar, du hast gesagt, lieber Gott, lass mich eine dumme kleine Pute werden mit einer krummen Nase. Du bist wirklich genial. Sag ich doch. Wunschdenken. Wir machen bald unseren Abschluss und dann wirst du sehen, dass man sich hinter einem Basketball nicht verstecken kann. Hey, was soll denn das heißen? Ach, Donny, du Ferkel! Cindy, warte, das war ich nicht! Cindy! Schande! Ich kann dir nicht erklären, was gestern Abend passiert ist, aber ich weiß, dass... Du bist ein Arsch. Mach eine Fliege. Du musst nicht auf ihn hören. Heute beim Spiel wirst du schon merken, wen du Arsch genannt hast. Da wirst du staunen. Fantastisch. Du kannst heute Abend beweisen, was für ein Kerl du bist. Aber jetzt lass mich endlich in Ruhe. Du sollst doch nur ein bisschen spielen. Komm schon, Drops. Leg den Ball rein, Drops. Hast du ein Pech, Drops? Hey, Sanders! Wie sollen wir gewinnen, wenn du nicht mal den Ball in den Griff halten kannst? So, und jetzt wird geduscht. Und zwar von oben bis unten. Aufwachen! Hey Dan, das war heute gar nicht so schlecht. Wir können dich heute Abend brauchen. Tut mir leid, Coach, ich habe leider was Wichtiges vor. Es gibt nichts Wichtigeres als das Spiel. Der hat ja keine Ahnung. Hör mal, du Type. Du möchtest unbedingt mit den Erwachsenen spielen. Was, Drops? Dich mache ich platt. Eck mich am Arsch, Stinkstiefel. Hey, was war das? Nichts, ich weiß nicht. Wir haben es ihm aber gegeben, hä? Milton, was soll denn das? Ich experimentiere, okay? In Zukunft machen wir sowas zusammen oder gar nicht? Alles klar. Können wir denn noch ein bisschen mit unserem Freund Donny spielen? Heute Abend beim Match? Ja. Wunderbar. Kannst du dir vorstellen, dass wir vor 200 Mädchen nackt herumtoben? Umgekehrt wäre es mir lieber. Also genießt diesen Augenblick. Nach dem Kongress können wir sowas nicht mehr veranstalten. Ah. Ich weiß, was du denkst, Merton. Tu's nicht. Ich würde nicht im Traum dran denken. Merton, das war auch nicht schlimmer, als was wir vorhaben. Donny hat's verdient. Ist der? Ja. Nein, den Feind. Warte doch mal. Baxter, hier spricht Gott. Ich bin nicht zufrieden mit dir. Komische Typen, ne? Martin, wo steckst du? Lass die Küken zufrieden. Und wieder Sanders. Komm, wir hauen ab. Wo steckst du schon wieder? Ach, du Landung!
Oh nein! Das machst du keine 32 Mal, Avery! Ich war nicht mal in deiner Nähe, Mehlschwitze! An dem Pokal kannst du nur von ferne lutschen. Apropos, deine Hosen rutschen. Rache ist süß. Volle Kanne. Aus, aus! Sanders, du Dünnmann, komm her! Kannst du mir mal sagen, was zum Teufel der da draußen eigentlich macht? Wasch ihm mal kräftig den Kopf. Das ganze Team muss drunter leiden. Ich hoffe, die kommen uns nach dem Kongress nicht auf die Schliche. Willst du da wirklich hin? Wie meinst du das? Ich habe sogar schon die Fahrkarten nach Pittsburgh. So eine Fallade. Oh, das war nur 20 Minuten. Kacke, das Spiel ist aus. Oh. Am ganzen Körper barfuß ist auch nicht das Wahre. Ich habe überall Gänsehaut. Dahinter. Zero einziehen. Sind sie endlich verschwunden? Da hilft nur Nachsehen. Sanders? Komm mal her. Was zum Donnerwetter hast du dir dabei gedacht, dauernd wie eine Platte Flunder den Boden zu knutschen? Keine Ahnung, Chef. Vielleicht sind die Hormone schuld oder Schlimmeres. Sachte, sachte, sachte. Reiß dich mal am Riemen, mein Sohn. Tu ich ja. Alles okay. Irgendwas läuft schief, Mr. Baxter. Völlig schief. Vielleicht sollten wir es nicht tun. Nichts läuft schief, Junge. Du bist bloß ein schlechter Schauspieler. Morgen lieferst du dein größtes Spiel ab. Damit die Wetten steigen, müssen wir ein paar Mal groß rauskommen. Und vergiss nicht. Nach dem Spiel morgen ist eine Fete. Also wir treffen uns dort und ich werde dir dann sagen, wie es weitergeht. Hatten Sie nicht gesagt, einmal reicht? Ah, einmal reicht nicht, ich kann es nicht ändern. Wenn wir noch ein Spiel verlieren, fliegen wir aus dem Turnier. Wenn ich sage, gewinnen, gewinnt ihr. Wenn ich sage, verlieren, verliert ihr. Und jetzt verschwinde. Alles klar, keine Sorge. Wie findest du die Geschichte? Baxter und Donnie linken die anderen Mannschaften. Sie bescheißen nach Strich und Faden. Sieht so aus. Wenn Manitou gewollt hätte, dass wir so weit laufen müssen, hätte er uns tausend Füße gegeben. Oh, was tut ihr da? Mr. Baxter war hier und... Was habt ihr denn da an? Der neueste Schrei. Was war mit Baxter? Mr. Baxter war hier und er hat gesagt, dass er nur gekommen ist, um mir persönlich zu stecken, was heute in der Schule alles geschehen ist. Da war doch noch was. Er will... dich von der Schule schmeißen. Dann kannst du ja gar nicht zu der Schülerfete morgen Abend gehen. Oh. Heute geht doch alles schief. Das habe ich geahnt. Jedes Mal, wenn man das Zeug nimmt, verkürzt sich die Zeit, die man unsichtbar ist, um volle 5 Minuten. Wird ja immer schöner. Bei Albertine wirkt es nicht mehr. Sie ist immun geworden. Wenn wir jedes Mal 5 Minuten verlieren, können wir es nur noch 3 Mal benutzen. Ich fahre sofort nach Pittsburgh. Warte noch eine Sekunde, Grover. Nein, 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 nein. Ich will kein Risiko mehr eingehen. Und wie sollen wir sonst erklären, dass wir beide nackt in den Fluren rumgelaufen ja, sind? Ja, aber das können wir später noch tun, nachdem wir alle Möglichkeiten ausprobiert haben. Nein, nein, vergiss es, Milton. Ich sag meiner Mom jetzt, dass ich fahre.
Lass uns doch wenigstens noch mal in den Umkleideraum der Mädchen schleichen. Wäre eine Riesendummheit, wenn wir es nicht tun, Keule. Mann! Ach, blöder Hund. Ich habe mich so darauf gefreut, endlich mal alles hautnah zu erleben und nicht in meinem Playboy. Scheiße! Und jetzt haben wir die Chance unseres Lebens und sollen sie sausen lassen. Falsch. Ich will gerade dafür sorgen, dass ich sie nicht sausen lasse. Was ist hier los? Hast du jetzt Formel und meine Notizen? Blaues Papier? Nein. Warst du hier drin? Das traue ich mich gar nicht. Oh, ich bin mit Mr. Baxter hier gewesen, um ihm zu zeigen, was ich alles mitmachen muss. Trau dich sowas nie wieder. Mein Zimmer ist Sperrgebiet. Alle Unterlagen sind weg. Wir haben noch das Pulver. Und was nutzt uns das, wenn wir nicht zeigen können, wie es hergestellt wird? Es gibt keinen Beweis dafür, dass mein Dad es erfunden hat. Na, wenn schon. Mir will nicht in den Kopf, dass ich das Zeug dafür verschwendet habe, um Donnie Sanders zu ärgern. Das kann nicht sein. Nun bin ich angeschissen. Warum habe ich der Welt nicht erzählt, als ich noch die Gelegenheit dazu hatte? Gutes Spiel, Donnie. Ja, wirklich spitze. Großartig. Satte Leistung, wirklich. Hast sehr gut gemacht. Was sagst du nun? Wir haben gewonnen. Ihr habt prima gespielt. Hat mir richtig gut gefallen. Treffen wir uns, wenn du umgezogen bist? Das kann ich mir nicht vorstellen. Wieso nicht? Weil du keinen Charakter hast. Grover? Ich bin hier. Mäh. Was ist denn los? Baxter. Was ist mit dem? Er weiß, dass ich versuche, Dads Arbeit fortzusetzen. Als Vaters Chef hatte Baxter Zugang zu allen Forschungsunterlagen. Er weiß genau, dass Daddy kein Spinner war. Gestern Nacht war der Kerl in meinem Zimmer. Baxter hat die Notizen gestohlen? Aber er hat etwas übersehen. Zum Beispiel diese Kleinigkeit. Oi. Damit werden wir uns in sein Büro einschleichen und uns mal ein bisschen umsehen. Ich hab da einen Vorschlag. Wie wär's, wenn wir vorher tanzen gehen? Nö. Nö? Nö. Nö. Die Alarmanlage ist vor und nach dem Spiel abgestellt, weil so viele Leute rumlaufen. Los. Komm schon. Bleib dicht hinter mir. Wo soll ich denn sonst bleiben? Sieh mal, wer da ist. Die warten auf Donnie. Wäre doch gelacht, wenn wir das nicht in den Griff kriegen. Wir kriegen alles in den Griff. Sag ich doch. Warum hängst du dich nicht an sie ran und versuchst, was über die Marschelei rauszufinden? Grover? Ja? Hoffentlich wollen die Vögel nachher nicht in Baxters Büro. Oh Mann, wir sind im Paradies. Guck dir diese Küken an. Ich muss hier laufen irgendwo an. Bahn frei, du Löffel. Ups. Nein, wie mir das leid tut. Ist ganz schön verrückt hier. Ich sagte, geh mir aus dem Weg. Warum bin ich keine Gitarre? So etwas noch nicht gesehen. Es ist eine ferngesteuerte. Wow! Nix denn zugelegt? Was ist das für ein Ekelteil? Thank you.
denken die denn? Bin ich Jimi Hendrix? Ah, mit denen spiele ich ja am liebsten. Hey, wo ist denn Cindy? Bin auf dich Ochsen bocklos, zieh Leine. Wartest auf Cindy, hä? Nicht auf die Troller. Wie denn, was denn? Habt ihr euch getrennt? Von mir trennt man sich nicht. Na, wo ist sie denn jetzt? Na, sie ist bei ihren Mädchen. Sich umziehen. Vielleicht sogar unter der Dusche? Was geht denn dich das eigentlich an? Ich hab doch keinen Ton gesagt. Bin stumm wie ein Fisch. Oho, da bist du ja. Mein Junge. Wird ja auch Zeit. Heute Abend hast du gut gespielt. Und das Spiel am Sonntag darfst du auch gewinnen. Mal unter uns, Chef. Ich bin der geborene Gewinner, kein Verlierer. Wenn ich den Pokal gewinne, bekomme ich ein schönes Stipendium und du tust, was ich dir sage, mein Junge, oder wir reden mal über deine echten Zensuren. Bau Scheiße und du darfst bis ans Lebensende Teller waschen. Chef, Sie haben doch gesagt, ich brauche nichts zu lernen. Sag mal, bist du vollkommen verblödet? Nicht verblödet. Hat mit Charakter zu tun. Ich höre immer Charakter. Charakter kann man nicht essen, davon wird man nicht satt. Wir treffen uns nach dem nächsten Spiel und dann bekommst du weitere Anweisungen und unverpfeif dich. Hab das Gefühl, ihr Küken wird flügge. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Zum Teufel mit ihrer Erfindung. Wir sollten uns vielleicht mehr zurückhalten. Ich habe einen dicken Fisch an der Angel, Mr. Crystal. Ich brauche das Geld schnell, die Zeit drängt. Ich bin dummerweise nicht der Einzige, der Bescheid weiß. Der Sohn des Erfinders hat nämlich... Du, was ich dir schon immer sagen wollte. Ich finde deine Krawatte großartig. Zum Kotzen. Okay. Er hat tatsächlich jetzt Notizen. Wie konnte er so schnell herausfinden, was man damit machen kann? Er hat sich auch meine Notizen unter den Nagel gerissen. Ich kann nicht mal beweisen, dass es Dads Erfindung war. Oh nein, Milton. Was stellst du wieder an? Ah! No. Merten! Oh, das Leben ist bunt. Merten! Merten! Merten, Merten, Merten! Bratan, störst! Was hey, treibst Cindy, du, Vogel? Wir haben gehört, dass du mit Donny einen richtig netten Abend gehabt hast. Ich verschwinde. Ach, pure Übertreibung. Ich sag dir, dieser Donny ist bestimmt krasser als krass. Heiß ist nicht abendfüllend. Ich such was ganz anderes. Cindy ist ja der reinste Kühlschrank. Merten. Pass mal auf, wenn ich einen Typen finde, den ich wirklich mag, dann stürze ich mich auf ihn. Zerbrich du dir mal nicht meinen Kopf, das bringt nichts. Dir zieh ich die Ohren lang. Bitte nicht. Sofort raus hier. Noch nicht. Trillipampi auf der Stelle. Au, das zieht doch. Ja. Alter Spielverderber, gönn deinem gar nichts. Wer hat dir eigentlich das Recht gegeben, mich auf meiner Spielwiese zu stören? Verdammt nochmal! Wieso bist du wie ein Verrückter durch die Gänge gerast? Ich hätte dir was Interessantes verklickern können. Dass dieser eklige Schleimbeutel Baxter meine schönen Notizen und Dads Formel hat. Du solltest in sein Büro gehen und danach suchen. Wer, ich? Und warum bist du nicht hingegangen? Weil ich Baxter am Hacken hatte. Ich dachte, du wärst drin. Jetzt muss ich bis morgen nach dem Spiel warten, bevor ich wieder reinkomme. Schrei nicht, ich kann's auch nicht ändern. Satte 30 Formeln würde ich geben für einen Blick auf Cindy Moore, wenn sie duscht. Du bist draußen. Darfst nicht mehr mitspielen. Die Hälfte gehört mir! Von wegen! Ich was hab's gemacht! Was ist los mit dir? Darf ich fragen, was los ist? Grover, du hast dich verändert. Grover, ja. Wir haben uns beide verändert. Und sicher nicht zum Besten. Du kannst dein wirklich... Wahrscheinlich hast du recht, Grover. Vielleicht haben wir uns wirklich verändert. Ich lass mal kurz drüber nachdenken. Ruf dich morgen an. Er hat sich wirklich verändert. In der Liebe
jedes Mittel recht. Man muss lügen und betrügen. Ich komme, meine Süße. Oh, der kleine Bellmeister fehlt mir noch. Er lernt jetzt fliegen. Und plumps. Die Katze tritt die Treppe krumm. Oh. Hoffentlich knarrt sie nicht bei mir. Oh, Baby, ich freue mich schon auf dich. Henry, hast du den Verstand verloren? Ja. Wer stört? Hallo? Donny, du fängst an zu nerven. Genau, du nervst, du Ballrübe. Du weißt, ich helfe dir gern, wenn ich kann. Er soll sich verpfeifen. Was du willst, läuft nicht. Das kannst du dir abschminken. Beeil dich. Was soll das heißen? Dein Leben ist ein riesiges Chaos. Und wenn schon? Hör auf die Tränendrüse zu drücken. So ein alter Trick kommt bei mir nicht an. Ist ja auch egal, es kann bis morgen warten. Ich bin müde. Ciao. Ich war ein bisschen hart. Ich sollte ihn anrufen. Mach's morgen. Ich glaube, du hast recht. Oh. Falsches Zimmer. Schuld ist nur das Fernsehen. So was wie du gehört im Zuchthaus. 20 Jahre im Zuchthaus. Officer, das war so. Ich wollte ja, gerade... Aua, die Alte soll mich nicht mehr hauen. Man sollte dich teeren und federn. Der da hat das Pulver. Ich wollte nicht, dass mich jemand sieht. Ich hab nichts damit zu tun. Ich hab das in den Büschen gefunden, du Mistkerl. Ich bin unschuldig. Und fragen Sie nach dem Pulver. Sie müssen ihn fragen. Wen soll ich fragen? Den Klops. Hä? Polizei. Das ist dann Entschuldigung. Ich bin Sergeant Malone vom Valleyville Polizeidepartement. Und ich bin Sergeant Terrell. Was hat er angestellt? Er wird verdächtigt, mit Drogen zu handeln, Madam. Aufstehen, du Verbrecher! Hände auf den Kopf! Umdrehen! Terrell! Da ist ein Stück Seife. Wo hast du das Zeug? Was? Da? Mrs. Dunn? Wozu brauchst du denn dieses kleine Labor, hä? Mrs. Dunn? Haben Sie in der letzten Zeit irgendwas Merkwürdiges an Ihrem Sohn bemerkt? Ja, er hat sich total verändert. Aha. Und neuerdings darf ich nicht mehr sein Zimmer betreten. Nur die können unser Herz verletzen, die wir am meisten lieben. Schön gesagt. Malone, wir sind hier, um zu arbeiten. Was meinst du, was ich hier tue? Ich weiß, ich werde Captain und nicht Sie, weil ich nämlich keine Weichflöte bin, sondern knallhart. Schnapp. In der Polizei sind nur Tunten und Weichflöten. Dr. Theodore sagt, dass ich mir das nicht alles gefallen gelassen muss. Dr. Theodore, die sprechende Couch? Ja, genau den meine ich, Officer. In allen Lebenslagen. Bei Tag und Nacht nennen Sie mich Chucky. Ich heiße Deborah. Deborah. Doch nicht die Deborah, die immer Dr. Theodore anruft, die mit dem furchtbar ekligen Sohn? Ja, das stimmt. Ich bin Chucky. Chucky? Der nie befördert wird? Dessen Kollege ihm das Leben schwer macht, weil er eine Sau ist? Der sind Sie? Möchten Sie mit mir eine Tasse Kaffee trinken? Ich möchte mit Ihnen alles trinken. Mom, bitte, ich... Cindy? Sag mal, kann es sein, dass du ein bisschen verrückt bist? Nö, kann nicht sein. Eins sage ich dir.
Verscheißern lasse ich mich nicht von dir. Ich weiß, dass Milt nicht einfach in mein Zimmer marschieren konnte. Er ist... plötzlich aufgetaucht. Genau. Genau wie dieser Geist aus der Flasche. Ich wollte es nur nicht sagen, weil sie uns dann beide eingelocht hätten. Hör bitte auf, so rumzutigern. Allerhöchste Zeit, dass du mir mal reinen Wein einschenkst. Also, was ist? Setz dich. Ich werde dir alles erzählen. Ich will Ihnen was sagen, Deborah. Aber ich... Nein, nein, lassen Sie mich ausreden. Sie sind eine blöde Putetute, eine glibbrige Masse. Sie sind ein glitschiges Schalentier. Und nun hat Baxter Dads Formel und meine Notizen gestohlen. Und um das Maß voll zu machen, das Pulver ist auch weg. Da ist es wieder. Du hast es aus dem Fenster geworfen. Ich hab's gesehen. Wie lange hält das Zeug an? Hä? Wie lange es anhält? Beim ersten Mal, das bringt nichts. Was soll denn das heißen? Du weißt doch, was mit Milton passiert ist. Mit dir ist doch auch was passiert, oder? Ich geb dir was von dem Pulver. Wenn du mir versprichst, mir bei einer wichtigen Sache zu helfen. Einverstanden. Du darfst keinen Ton verraten. Schon klar. Ja, wirklich erstaunlich. Ja, aber die Sachen sieht man. Ach, natürlich, deswegen seid ihr nackt in der Schule rumgelaufen. Du weißt das? Natürlich weiß ich das, die ganze Schule weiß es. Da, 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 da. Ba, 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 ba. Ba, 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 ba. Du, 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 du. Du 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 du. Was hast du beim ersten Mal gemacht, hä? Wir können uns nicht den lieben langen Tag unterhalten, Deborah. Die bekannten Tatsachen liegen auf der Hand. Sie haben nicht auf mich gehört und jetzt hat Ihr Sohn Schwierigkeiten mit dem Gesetz. Dieses verdammte Kind ist an all Ihren Problemen schuld, an all Ihren Problemen, an jedem Einzelnen. Also, ich möchte, dass Sie mir Folgendes versprechen. Sobald Sie den Hörer aufgelegt haben... Ich glaube, du musst dich wieder anziehen. Sind 30 Minuten schon um? Grover! Verdammt nochmal, kannst du nicht anklopfen? Du hast einen Knall, ich bin deine Mutter, die einen ganz neuen Lebensmut hat. Auch das noch? Grover, ich bin ja so enttäuscht. Na schön. Wo ist diese kleine Schlampe? Ah! Du hast nur noch 30 Sekunden. Ich habe so viel Zeit, wie man sich nicht vorstellen kann. Also, du hast sie hier irgendwo versteckt, das weiß ich. Wo ist sie? Pappenheimer, dich krieg ich. Grover, sag mir auf der Stelle, was mit dir los ist. Der Schrank. Ich weiß, dass du da drin bist. Machst du das nicht? Ich weiß, du bist da drin. Du heimlerische Wiffbrot. Du kannst einer alten Mutter nichts vormachen. Du nicht. Mütter kennen sich aus. Hi, Mrs. Dunn.
wolltest, dass ich dir helfe? Die letzte Folge schloss mit der rechts rumgequirlten Molke und einem ranzigen Stück Käse, das Präsident geworden war. Chucky, du Dummchen, die schöne Show ist fast vorbei. Es tut mir leid, Deborah. Milton McLean ist abgehauen. Ein Kollege wollte ihm Essen bringen, da war er weg. War nur ein Haufen Klamotten in der Zelle. Ist eigenartig. Ja, komm doch rein. Ich kann nicht. Ich muss McLeans Haus im Auge behalten. Wenn ich den Kerl nicht finde, bin ich vielleicht angeschissen. Du findest ihn bestimmt. Und nun möchte ich dich bitten, deinen Sohn zu beobachten. Vielleicht kommt McLean hierher. Wie findest du die Idee? Toll. Okay. Achte besonders auf Veränderungen in seinem Verhalten. Verdächtig ist Euphorie. Daran merkst du, ob dein Sohn high ist. Das Schlüsselwort Euphorie. Euphorie. Nein, Euphorie. Schmuck, so ein Kerl in Uniform. Euphorie. Und wenn ich die Formel nicht zurückkriege, wird Baxter sich die Erfindung unter den Nagel reißen. Gott weiß, was er damit vorhat. Es ist kaum zu glauben. Besonders Donny und die Schiebung. Wenigstens weiß ich jetzt, wieso er beim letzten Spiel so komisch war. Nein, das hatte nichts... Hä? Gibt's noch was? Nein. Oh. Was? Das war's also, worüber Donny am Telefon gesprochen hat. Er wollte mir die Wahrheit sagen. Er wollte meine Hilfe. Und ich habe nicht zugehört. Armer Donny. Armer Donny? Wir wollen uns nicht streiten. Wie kann ich helfen? Hör zu. Ich gebe dir jetzt deine Portion. Und falls was passiert, kann sich immer noch einer von uns in Baxters Büro schleichen. Okay. Die heutige Folge muss leider entfallen, weil der Tankwart vergessen hat, den Wagen des Zeitansagers zu reparieren und folglich die Windmaschine fehlt. Ohne Windmaschine lassen sich leider keine Geschichten mehr erzählen. Oh, ich habe was vergessen. Hallo? Ja, hier spricht Deborah Dunn. Schicken Sie so bald wie möglich Sergeant Malone zu mir rüber. Nein, Terrell will ich nicht. Nein, Deborah Dunn. Ich werde mich umziehen. Ich lach mich kaputt. Aber gar nicht emporisch. Manche Leute können sich ja alles einreden. Gut, dass ich nicht dazu gehöre. Grover? Hier drüben. Zeit verschwenden. Ich habe nicht mehr viel übrig. Also, sollen wir anfangen? Wir müssen auf den Abpfiff warten. Aber zieh schon mal deine Sachen aus. Warum? Ich habe noch 25 Minuten. Vielleicht dauert es noch genauso lange. Wie lange dauert das denn sonst? Klingt, als hätten wir gewonnen. Okay, ich gehe zu Baxters Büro, während du Baxter auf den Spuren bleibst. Wir treffen uns dann hier. Gut.
wollen wir mal sehen, was du hier alles versteckt hast. Dieser Gauner. Das war ja ein großartiges Spiel, Junge. Alle Klugscheißer im Staat werden beim Entscheidungsspiel morgen auf uns setzen. Also, es wird Zeit zu verlieren. Mr. Baxter. So ein Ekel. Der verdammte Avery ist mein Gegner. Wenn ich das Spiel platzen lasse, gewinnt er den Pokal und sämtliche Talentsucher werden ihm die Bude einrennen, nicht mir. Hey, meine ganze Kohle steckt in diesem Spiel, klar? Keine Widerrede, du verlierst. Oder du hast nichts mehr zu lachen, Jungchen. Hm? Keine Sorge, ich habe alles fest im Griff. Die Sache ist gelaufen. Wäre ja auch noch schöner. Au! Nicht auch das noch. Donny. Cindy? Hab keine Cindy. Angst. Ganz recht. Sie müssen keine Angst haben. Tun Sie einfach so, als ob Sie gar nicht vorhanden sind. Wir werden nämlich in dieser Stunde über etwas außerordentlich Interessantes sprechen. Nämlich über Selbst und auch Verleugnung. Und nun wieder Augen im Feuer oder Hühneraugen in der Klemme. In der Klemme befindet sich auch das ranzige Stückchen Käse, der Herr Präsident, der nächtens Sula Emler schleicht. Diese jedoch hatte eine neue Kaltmamsell, die zuvor Küchenhilfe bei Sammy Davis Jr. gewesen war, der wiederum bei einer Pokerpartie mit Ronald Reagan und Dean Martin kräftig gerupft worden war. Nachdem er das Schlachtschiff Bismarck und den Flugzeugträger Gneisenau verloren hat. Chucky, ich habe die Drogen gefunden. Ich wusste es doch. Aber sie waren hier. Was hat er denn? Oh, verflixt und zugenäht. Toilettenfachleute, es ist von allerhöchster Wichtigkeit, dass wir mit der Produktion und Vermarktung beginnen, bevor unsere Konkurrenten das Geheimnis lüften. Deshalb brauche ich die Finanzierung bis zum 10. März. Das ist morgen. Mit freundlichen Grüßen, Ah Wang Ferger. Wer ist Ah Wang Ferger? Ich hab Dads Formel gefunden. Was will der denn hier? Maul, ich verschwinde. Nein, warte doch mal, das ist zu wichtig.
Sollen wir zusehen, wie Baxter sein Leben ruiniert? Dieser käufliche Kerl ist irrsinnig schnell. Er bereitet sich darauf vor, mit Dads Erfindung in Massenproduktion zu gehen. Ich fahre nicht mehr zum Kongress nach Pittsburgh, ich erzähle alles. Die Zeitungen sollen alles sofort erfahren. Grover, das geht nicht. Baxter hat alle deine Notizen. Er kennt sogar den Zusatz, der fehlt. Eins weißt du, das ist genauso wertvoll wie die Formel, mein Lieber. Ich sage euch, wenn du jetzt an die Öffentlichkeit gehst, wird er das auch tun. Und wem denkst du, wird man glauben? Da halte ich nichts von, da mache ich nicht mit. Hast du mich angeschissen? Du aufgeblasener Salatschwuchtel, wir wissen genau, was du gemacht hast. Cindys Haus, das Spiel. Zieh dir was an, sonst kotze ich. Die beste Art, mit Baxter ein für alle Mal fertig zu werden, ist, ihm eine Falle zu stellen. Ihn zu überführen. Sonst macht er mit der Formel deines Vaters, was er will. Und dich macht er fertig, und zwar ein für alle Mal. Hoffentlich schlagt er mir nicht vor, dass ich gewinnen soll. Kein Mensch weiß, wozu Baxter fähig ist. Baxter plant, den Gewinn aus dem Spiel von morgen restlos in die Erfindung meines Vaters zu stecken. Wenn wir das Spiel verlieren, gewinnt Baxter alles, und Dad und ich gehen leer aus. Ihr müsst also gewinnen, wenn ich den Mund halten soll. Ich kann aber nicht garantieren, dass wir gewinnen. Avery ist mein Gegner. Was der kann, weißt du. Wir werden gewinnen. Cindy, die kleine Nummer, die wir bei Donnie abgezogen haben, ziehen wir jetzt bei Avery ab. Avery sieht blass aus und keiner kann an Donnie ran. Baxter wird vor Wut auf den Baum gehen. Er kann es aber nicht mit jemand aufnehmen, der unsichtbar ist. Wenn wir gewinnen und Baxter rennt weiter frei rum, verpassen die mir Zementschuhe. Grover! Damit du klar siehst, ich tue es für Daddy und nicht für ihn. Ich finde dich blöd. Und mal langsam, Schätzchen. Entschuldige. Ich weiß, dass du vorhin ganz schön sauer auf mich warst. Bist du eifersüchtig? Ich doch nicht. Hör auf, dich einzumaulen. Was ist denn? Oh, das Pulver ist weg. Merten. Was machen wir jetzt? Wir machen Neues. Komm, wir fangen sofort an. Kann das nicht warten? Jede Minute ist kostbar. Wir wissen nicht, was Baxter gerade treibt. Und der treibt immer was. Es ist nach zwei, die spielen schon die zweite Halbzeit. Ich hab's gleich. Die Zusätze sind allerdings ein bisschen anders. Es funktioniert nicht. Ich hab Folgendes rausgefunden. Das ist ein Teil der Formel. Siehst du diese Zahlen da? Pulver, das verschwindet. Wir sind auf der richtigen Fährte. Pass auf, Grover! Geh ein paar Schritte zurück. Alles klar? Es geht los. Ach du Scheiße. Soll ich dir mal was sagen? Was denn? Das ist kein Logos-Brillenreiniger. Sondern? Damit wird die Schüssel gereinigt. Eine Brille wäre längst zerfressen. Der Experte spricht. Wirkt gewaltig. Oh, Dad. Was hat denn der damit zu tun? Mann! Und Baxter wird mit dem Wundermittel in Massenproduktion gehen, weil er glaubt, dass man damit den Lokus sauber kriegt. Kannst du dir vorstellen, was passiert? Auf der ganzen Welt werden urplötzlich Menschen aus Versehen unsichtbar. Und andere werden jeden Lokusreiniger, den sie kriegen können, mit Wonne schlucken.
Es wird überall tote Lokusreiniger-Junkies geben und wir haben keinen Stoff mehr, um das zu verhindern. Und du bist an allem schuld. Ich habe das Wunderpulver erfunden, nicht du. Und ich habe alles vergeudet. Myrton hatte recht. Ich bin ein Volltrottel. Ein absoluter, riesengroßer Volltrottel. Die sind hinter mir her, versteck mich. Was macht der hier? Nie war so wertvoll wie heute. Ich helfe dir. Aber du sagst mir, wo du das Pulver versteckt hast, das du mir geklaut hast. In Ordnung. Ich sag's dir, Grover. Versprich mir, dass ich genug Zeug kriege, um so lange unsichtbar zu bleiben, bis alles vorbei ist. Okay, einverstanden. Ich verspreche es. Du musst mir jetzt sofort was bringen. Hör auf zu jammern. Wo ist es? Es ist draußen in der Gitarre versteckt. Grover, wenn er den Stoff so dringend braucht, warum hat er ihn sich dann nicht selber geholt? Warum? Ich hab's gleich. Denk nach, wieso ist er in dein Zimmer gekommen? Weiß der Fuchs. Vielleicht hat er jemanden gesehen und sich nicht getraut. Na was denn? Du bist verhaftet. Wieso denn? Du auch. Wegen illegalen Drogenbesitzes. Sie können uns nicht verhaften. Wir haben keine Zeit. Hören Sie ihm doch zu. Sieht so harmlos aus und ist so ein Scheiße. Ein nackter Mann ist in meinem Haus. Kommen Sie. Ich krieg ihn. Der ist da drin. Ich krieg ihn. Raus, du siehst dem Gesetz ins Auge! Bitte, ich kann alles erklären. Bitte, Officer, hören Sie uns an. Nicht zur Mühle ran! Den Pokal Winke Winke Sanders. Auszeit für die Bears. Okay, schön locker bleiben. Locker bleiben? Was anderes geht doch sowieso nicht. Komm mal ganz vorsichtig damit an. Ich kann nichts riskieren. Ran, Leute, ran! Cindy, Grover, seid ihr hier? Was liegt denn an? Wer ist Arvang Ferger? Ich habe keine Ahnung. Das Spiel ist fast vorbei. Und wir können nichts und niemanden mehr aufhalten. Und Donnie ist in der Krise. Die ganze Welt ist in der Krise. Ich bin hochgradig verwirrt. Sie müssen uns glauben. Ich kann nicht glauben, dass dieses Pulver irgendjemanden unsichtbar machen kann. Bisher weiß ich nur, dass die Leute danach nackt herumlaufen und im Irrenhaus haben. Officer, fahren Sie doch mit uns zum Spiel. Dann werden Sie sehen, dass wir die Wahrheit sagen und können Baxter verhaften. Vielleicht werden Sie dann Captain. Ha, wenn ich Lester Baxter verhafte... müsste ich bei der Wasserpolizei Hupen putzen. Was ist los? Großer Gott. Bitte, wir haben nicht mehr viel Zeit. Hey, für mich reicht's. Großartig, gehen wir. So kann ich doch nicht rausgehen. Ziehen Sie Ihre Klamotten aus und nehmen Sie sie mit. Richtig. So ein Mist, es ist gleich drei, das Spiel ist fast zu Ende. Ganz ruhig, ihr Süßen. Avery macht den Punkt. Avery! Oh, Schreck, ein Pinguin! Oh, Herr der Satan! Oh, Grundgute Ute! Terrell! Malone, ich muss mit Ihnen sprechen. Wie soll ich das hier erklären? Wir tauschen die Plätze. Malone, haben Sie eine heiße Spur? Malone, wissen Sie, wir wo dieser Mensch versuchen, es zu erklären. Erklären? Wie wollen Sie ihm denn was erklären? Auch wieder wahr. Wir müssen die Plätze tauschen. Antworten Sie, Malone. Okay, Cindy. Malone, nimm was von dem los? Zeug. Was ist mit dir? Er wird dich sehen. Ich muss meine letzte Portion für das Spiel aufbewahren. Halt Sie auf! Pass auf! Verdammt! Oh nein! Rumfahren! Da kommt er! Fahrt rum! Ich kann nicht! Zur Hölle, was ist das denn? Scheiße! Am Supermarkt vorbei.
Grover! Ja? Wenn Milton seine Portion aufgebraucht hatte, wieso war der dann mehr? Keine Ahnung. Pass auf, Alonso! Ja. Oh Mann, oh Mann! Grüne Scheiße! Der schon wieder? Zurück, zurück, zurück! Wenn ich nicht Schwolch kriege, ist Knüppel aus dem Sack! Gut gemacht, und jetzt gibt's auf! Grover! Wir sind gleich da! Aus dem Weg, ich bin im Dienst, ich hab ne Mütze auf! Lass meine Sau zufrieden! Verdammter Mist! Sie sind mir entwischt. Schnauze! Also, ich nehme jetzt das Pulver und marschiere mit Cindy schlankweg in die Turnhalle. Ach du meine Güte. Was ist los? Es ist weg. Weg? Weg? Weg. Die Waschanlage. Ja, die Waschanlage. Dreck. Oberdreck. Also, Cindy-Line, du hast ungefähr noch 3 Minuten. Jetzt hängt alles von dir ab. Wir müssen gewinnen. Malone, horche. Wir beide gehen in den Lagerraum, bis sie wieder sichtbar sind. Dann können sie die Verhaftung vornehmen. Richtig. Fertig? Ja. Noch eine Minute und wir liegen hinten. Wir sind da. Wir verlieren. Wo wart ihr beiden? Da, wo ich schon den ganzen Tag war, Arschlampe. Immer einen Schritt schneller als du. Oh nein, den kriegst du nicht. Die Zeit wird knapp, wir können dir nicht mehr helfen. Ich glaube, das schaffe ich nicht. In einer Minute bin ich wieder sichtbar. Wenn wir noch was tun wollen, muss es sofort sein. Mach dir seine Dinge keine Gedanken. Wir haben Bullen mitgebracht. Wir müssen es versuchen, Donny. Donny! Du Vogel! Du bist hässlich! Ach, das noch. Cindy? Böse Nachrichten. Malone? Ja? Wir brauchen Ihre Hilfe. Donny Sanders sitzt auf der Bank. Der Arzt untersucht ihn gerade. Noch weiß niemand, was passiert ist. Aber ich glaube, dass wir in diesem Spiel nicht mehr viel von ihm zu sehen bekommen. Was hat dieser Bulle hier zu suchen? Bullen machen mich nervös. Und nicht nur auf der Heide, auch auf der Weide. Das sehe ich auch so. Es gibt da einen Lagerraum von der Turnhalle, geradeaus den Flur runter. Da wartet ihr. Die Fliege, Max. Jetzt klettern Sie einfach an dem Kabel hinter dem Spielbrett hoch. Bist du sicher, dass ich rechtzeitig für die Verhaftung wieder unten sein kann? Ich werde Baxter bis nach dem Spiel festnageln. Passen Sie darauf auf, dass Ihre Bälle nicht in den Korb fallen. Verstanden. Es geht los. Viel Glück. Das dauert so lange, Donny. Wir setzen einen Ersatzspieler ein. Coach mich! Dich? Was willst du denn hier? Er will mitspielen. Der Schlappi? Hab ihn! Es ist mir doch Pimpe, wie du dich fühlst. Ich fühle mich sicher. Und so können wir Baxter im Auge behalten.
Irgendwie tot aus. Moment mal, wo wollt ihr denn hin? Wir müssen doch mit auf die Siegesfeier. Sanders! Sanders! Verdammt, ich häng fest. Ist hier jemand rausgekommen? Nur ein paar Bären. Braun oder Grizzly? Gemischt. Die sind runter zur Turnhalle. Kellermützen!
Karl, Karl, dieser Flur sieht ja mächtig dreckig aus. Da hinten ist ein Riesenfleck, der muss weg. Ey, Pelzmotte, ich muss mal. Was denn? Na, bärenmäßig. Was ist denn das für einer? Ist nicht aus unserer Tüte. Dann darf er auch nicht in unseren Honig. Hallo. Danke. Von Baum zu Baum hüpfen. Das nächste Mal gehe ich als Blockflöte. Die passt in jede Schublade. Ach, der Mann mit der Umleitung. Hier muss ein Nest sein. Rühr dich nicht vom Fleck, sonst fällt die Schule ein. Wo sind die Bären? Tatzen hoch! Oder es gibt was Bärenmäßiges. Aber nein, das ist nicht Ich habe gesagt, Tatzen hoch! Oh nein. Ihr Süßen, erst werdet ihr diese dummen Masken lüften. Nö, nö und nochmals nö. Bengels, ich bin eisbärenmäßig neugierig. Was wird gespielt? Hier wird fett geschummelt. Ja, Baxter, Bescheid. Du da, halt die Klappe. Du hast genug Dreck am Stecken. Der Junge ist unschuldig, Terrell. Sie sollten auf ihn hören. Wer war das? Ich war es. Terrell, du alter Sockenhalter. Soeben hast du den Fang deines Lebens gemacht. Wo zum Henker ist Ihre Uniform? Wo? An manchen Tagen klappt gar nichts. Es gibt eine Treffe. Officer Terrell. Zwei R in der Mitte und hinten zwei R. Der Jugend von Valleyville möchte ich sagen, nicht jeder, der eine Schirmmütze aufhat, ist ein Idiot. Es gibt auch Schirmmützen mit etwas Grips darum. Ich zum Beispiel. Der wird noch Captain oder Schlimmeres. Ah, ich bin mal unehrlich. Ist mir auch egal. Immerhin haben wir Baxter gekrallt. Wir haben die Aufzeichnung deines Vaters überall gesucht. Baxter schwört, dass er sie nicht hat. Mehr können wir leider nicht tun. Schade. Kommt, ich fahre euch nach Hause. Du, Grover. Ich wollte euch nur sagen, danke. Ihr wart großartig. Da gibt es die sichtbare Person. So wie sie von der Außenwelt wahrgenommen wird. Und dann ist da die unsichtbare Person, die so ist, wie sie sein möchten. Aber nicht können, weil andere Leute fortwährend ein großes Chaos aus ihrem Leben machen. Ah! Oh! Sieht aus wie ein echtes... Nicht schon wieder! Was ist los? Grüner Schlamm. Nein. Dads Aufzeichnung.
du Arsch warst es! Na ja. Du mit deinem blöden Kongress hättest doch alles versaut. Und nicht vergessen, diesmal wird es vergraben! Oh, wie ich eine Schulter zum Ausweinen brauche. Ich hab wieder mal nachgedacht. Wie schön. Da ich nun doch nicht Captain werde, dann mache ich die Überstunden in unserem Flitterwach. Auch die Nachtschichten. Möchtest du eine Tasse Kaffee? Mit dir trinke ich doch alles. Und als du aus der Schule zurückgekommen bist, hat es sich auf wunderbare Weise in das Unsichtbarkeitspulver verwandelt. Also irgendwas verschweigst du uns. Du hattest deine 6 Portionen aufgebraucht. Warum wolltest du mehr von dem Zeug? Ich muss mich verzählt haben. Ja, nach dem 6. Mal habe ich es nochmal probiert und nichts ist passiert, aber dann habe ich es nochmal versucht. Und es hat wieder 30 Minuten gedauert. Es fängt also wieder von vorne an, nur wenn du das Pulver hast. Dummerweise weißt du ja nicht mal, wie du es hergestellt hast. Leute, uns bleibt noch der Locusreiniger. Mit der Idee wirst du vielleicht doch reich. Soll ich mich darum kümmern? Gut, du bist einverstanden. Was für ein Zeug tut man in einen Locusreiniger, damit er sich in ein Unsichtbarkeitspulver verwandelt, möchte ich wissen. Irgendwas Organisches. Irgendwas, das da reingeraten ist, als ich in der Schule war. Wir werden es nie erfahren. Es war alles für die Katz. Grover, es war nicht alles für die Katz. Du hast völlig recht. Es war nicht alles umsonst. Ich glaube, die Tauben wollen eine Runde schnäbeln und wir stören dabei. Wo kommen diese Gomets überhaupt her? Keine Ahnung. Waren immer hier. Komisch. Ich wohne direkt nebenan und bei mir gibt's keine Tauben. Ja, ist schon merkwürdig, wie die Natur so pinkelt. Natürlich. Ihr Biester seid daran schuld. Watching from a window.
Film. Leute sollen sofort aus deinem Schlafzimmer.